Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Grid Eurosport. Ja, wie beim letzten Mal versprochen, gibt es jetzt diese Extra-Meisterschaften aus dem DLC-Paket. Und ja, weil es mal wieder keine Online-Lobby gab, weil das ist ja leider immer so ein Problem bei dem Spiel, dass man dann keine Lobby findet. Und ja, da muss man dann auch schon mal auf sowas ausweichen. Finde ich allerdings auch nicht unbedingt tragisch, weil das wollte ich ja sowieso zeigen. Und ja, da kommt mir das dann auch gerade gelegen, auch wenn ich natürlich gerne euch wieder Online-Spaß gezeigt hätte. Besonders hätte ich euch gerne mal die neuen Fahrzeuge gezeigt, die ihr noch gar nicht gesehen habt. Besonders den Audi, den würde ich euch sehr gerne mal zeigen, weil der ist richtig geil. Also, naja, egal. So. Dennis, du hast Startplatz 12 und unser zweiter Wagen startet von der Pole Position. Okay. Fahre ich gerade gegen KI, da ist das nicht ganz so schlimm, aber ich versuche generell meinen Fahrstil so zu machen, dass ich eher weniger Unfälle baue. Ja, der hat mich ja jetzt gerade angetitscht, ich war ja vorhin, also das würde ich jetzt nicht unbedingt auf meiner Seite sehen, den Fehler, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, ja, finde ich es halt schön, wenn man sich gegenseitig auf der Strecke respektiert und ja, man will ja auch selber nicht abgeschossen werden, also warum sollte man das dann auch bei anderen Leuten machen, die dann abzuschießen? Das finde ich nämlich nicht so in Ordnung, wenn Leute das machen. Noch zwei Runden. Ja, der wollte uns nicht vorbeilassen, der Drecksack. Der hat gemerkt, dass ich da reinstechen wollte. Hat man doch auf der anderen Seite uns noch geholt. Aber ich muss sagen, der Audi, der fährt verdammt gut, also der hat eine sehr gute Beschleunigung. Ganz gute Kurvenlage. Also das Auto macht sehr viel Spaß. Also sehr bin ich von den Audi-Fahrzeugen sehr positiv überrascht. Also die kommen hier wirklich sehr gut weg. Also hat da aber einer es eilig. Der wollte uns gerade überholen. Den haben wir aber Gott sei Dank noch etwas zurückhalten können. Leicht überholen. Immer am schönsten. Mach in der nächsten Runde so weiter. Aber sonst war es eigentlich ganz gut. Also, ich bin mal gespannt, wie das zweite Rennen sein wird. Sovereign Motorsport habe ich noch nie vertrümmert. Team Auto kann? Was ist das denn für ein Name? Okay, keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich irgendwelche Teams und irgendwelche Fahrer einfach reingehauen. Darum hat mich nämlich schon gewundert, dass Aaron Wesley bei mir im Team ist. Weil der ja eigentlich für Raven West unterwegs ist. Also, keine Ahnung. Du hast Startplatz 12 und unser zweiter Wagen geht vom 11. Startplatz ins Rennen. Ja, kein Wunder, nach dem Doppelsieg. Geile Beschleunigung am Start, also ist man schon wirklich. Entschuldigung, war keine Absicht. Was fährt der da mit so einer Familienkutsche? Passt ja gar nicht hierzu. Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Auto schnell ist und auch gut in der Kurve zu bringen ist. Also, man schon eine echte Dille, ne? Ich könnte mir schon vorstellen, dass der hier doch ziemlich in die Kurven ausbricht. Ja, ich habe es geschafft, nicht reinzubrettern, im Gegensatz zu dem Typen vor mir. Obwohl ich sehr spät gebremst habe. So, in den Windschatten. Ja, der fährt mir zum Dank dann selber noch in die Karre, auch geil. Uns die beiden BMWs hier. Auf in Runde 2. Du musst nur einen Platz gut machen, um in Führung zu gehen. Ja, ja, das schaffe ich schon mal. So, da hätten wir den auch schon. Mal gucken, wo unser Teamkollege ist. Erst auf 11. Der soll mal pushen. Ich habe gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Das ist ja lächerlich, wenn er so weit hinten ist. Dann wird es nachher wieder mit der Teamwertung nix. Wenn der so weit hinten rumdackelt. Ja, aber die geben sich nicht geschlagen, die KI-Fahrer hier. Das finde ich echt gut. So geht der schon wieder aus Ausgewichen. Ausgehoben. Was soll das? Der soll angreifen, der Kerl. Angreifen. Na komm, greif an. Ist ja peinlich, dass er gerade mal auf 11 ist. Soll mal Gas geben, der Junge. Ich bin vom letzten Platz nach vorne gekommen. Der ist von 11 gestartet und immer noch 11 da. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Aber ich frag mich gerade ernsthaft, auf welchem Schwierigkeitsgrad das ist, weil in der Karriere und bei den Individuellen habe ich normalerweise eben auf schwer, aber hier konnte ich irgendwie gar nichts einstellen. Also ich weiß nicht, ob er das jetzt auf schwer oder auf mittel geknallt hat. Auf leicht kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil dafür sind sie doch ein bisschen zu nah dran. Ja, keine Ahnung. Oh, jetzt kommt er aber komischerweise wieder so nah dran. Woher die den Speed jetzt auf einmal haben, ich habe keine Ahnung. Ja, die geben doch gerade irgendwie schubartig Gas. Aber das ist leider öfters bei Rennspielen so, dass die KI dann urplötzlich schneller wird, wenn sie richtig hinterherhinkt. Aber naja, also hier finde ich es eigentlich noch relativ gut gelöst. Also da habe ich schon wirklich Rennspiele gehabt, wo es bei weitem schlimmer ist. Ah, da Linie überfahren. Und so. Ach, damit der da hinten was. Ja, schade, da habe ich etwas zu spät die Handbremse benutzt. Ich wollte schön den Wagen noch querstellen. Naja. Egal. Die letzte Runde dominiert. So solltest du weiterfahren. Oh, unser Kollege ist noch auf 7 vor. Jetzt bin ich aber auch beeindruckt. Meine Güte. So, da haben wir direkt das nächste Event mal hinten dran. Die Strecke. Okay, Brands Hatch. Oh Gott, das ist eh eine Strecke, die ich nicht so gut kann. Das kann ja was werden. So, gehen wir direkt ins Rennen. 4 Runden sollen es diesmal sein. Ja, ich starte mal wieder von hinten. Ist ja nichts Neues. Ja, das finde ich etwas sehr unfair. Okay, ich mache auch keine Qualifyings jetzt gerade. Aber trotzdem, ja. So wie der gerade fährt. Oh, oh, oh. Das war gerade knapp. Ich dachte schon, ich fliege hier raus. Ja,
da habe ich mich an ein paar Gegnern schön vorbeigequetscht. Das war aber eigentlich keine. Ups, Entschuldigung. Ja, wohl, ich abkürzen. Ich war eigentlich dadurch langsamer geworden, aber naja. Also das fand ich jetzt nicht unbedingt als zu aggressives Manöver. Also da gibt es doch bei weitem schlimmere Sachen. Ich hab halt auch keinen wirklich gerammt. Wir haben halt nur die Karosserie leicht aneinander schleifen gehabt. Das gehört für mich aber noch in gewissem Maß dazu bei meinem Sport. Aber nicht, dass man den Leuten, ich zeig euch mal, bam, so reinknallt die ganze Zeit. Und so den Gegner dann abschießt. Oder die ganze Zeit so macht. Das finde ich nämlich ganz scheiße. Das soll jetzt auch nur als Beispiel darstellen, weil es ja gerade eh nur KI. Also da gehe ich dann auch keinen echten Spieler auf den Sack. Aber das finde ich einfach nicht in Ordnung, wenn man das macht. Na toll. Okay. Heute ist Grid mal wieder pingelig mit seinen Strafen. Zwei Runden, das sollte eigentlich noch machbar sein. So, den wollen wir jetzt in der Kurve. Ja, das war jetzt nichts Weltbewegendes. Wir haben halt uns leicht an ihm vorbeigeschlittert. Aber es ist jetzt wirklich keine heftige. Oh, diesmal keine Abkürzung, okay. Aber es war jetzt kein heftiger Unfall, also ich kann euch gerne jetzt gleich mal bei Aaron Wesley so ein Beispiel zeigen. Ich werde ihn jetzt gleich mal ganz brutal überholen. Und ja, dann könnt ihr ja euch ein Bild machen, was ich jetzt genau meine. Ich denke mal, der eine oder andere wird wissen, was ich damit meine. Dass ich das ein bisschen scheiße finde, was manche Leute machen. Und zwar jetzt, bam. So, und dann nochmal, damit der Wagen ganz aus dem Gleichgewicht kommt. Und dann machen die meistens das hier. Falsch. So. Und meistens, wenn das passiert, hat man eigentlich schon sehr großen Schaden. Ich mache es jetzt nochmal. Platsch. Dann dreht man sich zwar selber. Ich mache jetzt mal eine Rückwende, um es euch noch auf eine andere Art und Weise zu zeigen. Und zwar jetzt gleich hier am Kurvenausgang. Beziehungsweise gleich bei der nächsten Kurve. Dort wird man auch gerne abgeschossen. Und zwar genau da. So. Und wenn der, hätte ich jetzt weiter durchgezogen, hätte ich den Wagen quasi von der Strecke schieben können. Was halt leider wirklich viele im Online-Spiel machen. Einfach auch die Leute als Prellbock zu benutzen. Jetzt sind wir nur Zweiter geworden. War jetzt aber auch für mich nicht wirklich tragisch. Also, ich wollte euch ja, wie gesagt, ein bisschen was zeigen. Ich habt ja gesehen, ich hätte ihn auch so überholen können. Aber, ja. Ein bisschen habe ich euch wenigstens zeigen können, wie es denn oft leider zu so abläuft. Wie manche Fahrer einfach manchmal total assi drauf sind. Jetzt könnten wir mal wieder normal, in Anführungszeichen, normal fahren. Gleich werde ich euch an der einen oder anderen Stelle nochmal was zeigen. Allerdings hier bei Brands Hatch ist es nicht so wirklich möglich, weil es hier keine so engen Kurven gibt. Also wir hatten doch. Jo, Abkürzung, du mich auch, Junge. Hier gibt es halt keine extrem engen Haarnadelkurven gerade. Dort könnte ich es euch etwas heftiger noch zeigen, wie manche Leute manchmal drauf sind. Ja, cool. So habe ich es auch gerade öfters schon erlebt. Also die Leute einfach die ganze Zeit so von hinten anstoßen an einer Seite und sie so in den Unfall reinmanövrieren quasi. Vielleicht könnte ich den BMW da vorne am Heck mal. Naja, schade. Da hat der vor mir etwas zu früh gebremst. Meistens habe ich zum Beispiel erlebt, dass die mir hier, wenn es jetzt nach rechts geht, hier reinschlagen und einfach. Obwohl, da, das war jetzt kein gutes Beispiel, aber vielleicht kriege ich es bei dem hier hin. Dass sie mir so in die Karre zum Beispiel fahren, meistens dann sogar noch schlimmer, dass der Wagen sich dann komplett dreht. Das finde ich dann ein bisschen scheiße von den Leuten, aber naja.
Mir passiert das auch schon mal, klar, aber manche Leute, die legen es schon drauf an, also die können, glaube ich, gar nicht anders, weil die fahren wie eine besenkte Sau, bringen keine vernünftige, quasi keine vernünftige Runde auf die Kette und es ist nicht wirklich gut, was die sich da zusammenfahren. Es muss ja auch nicht unbedingt eine schnelle Runde sein, aber es sollte eine saubere Runde sein. Und ja, Respekt haben manche von denen auf jeden Fall nicht. Also ich habe schon Respekt vor den Leuten online, auch wenn ich sie jetzt nicht wirklich sehe oder beziehungsweise es wirklich echte Autos sind und echten Leuten drin. Ist halt alles nur ein Spiel, aber trotzdem, ich finde, selbst bei sowas sollte man in gewissermaßen Respekt vor dem Gegner haben, weil man möchte ja auch in echt auch nicht anders behandelt werden und finde ich, das sollte man auch in den Spielen ein bisschen mehr von dem wiedergeben, wie man denn auch im echten Leben sein möchte, beziehungsweise wie man im echten Leben behandelt werden will. Und ja, so ist das halt manchmal. Jetzt habe ich euch eine Moralpredigt gehalten, obwohl das eigentlich gar nicht mein Plan war in dem Sinne. Also das hat jetzt auch quasi so spontan aus mir herausgesprudelt, aber es musste auch einfach mal gesagt werden, weil ihr habt es ja auch schon öfters gesehen, wie es mir halt in dem ein oder anderen Rennen ergangen ist. Und ja. Da habe ich mich doch schon ab und zu mal wirklich aufgeregt. Sieh zu, dass du diese Form in die nächste Runde mitnimmst. Auch nicht unbedingt online, dass ich mich dann quasi während der Aufnahme aufgeregt habe, aber manchmal hat es mich dann doch danach ziemlich aufgeregt. Und ja, ich fände es halt besser, wenn die Leute sich ein bisschen zurücknehmen würden. So, jetzt machen wir noch das erste Rennen davon und... ja, dann würde ich sagen, dann das zweite Rennen und die anderen beiden Events werden wir dann beim nächsten Mal machen. Ich denke mal, das wird auch wieder ein relativ kurzes Event sein, weil es wieder 4 Runden sind. Ich habe jetzt nicht wirklich gerade auch drauf geachtet, welche Strecke es ist, aber so wie es bisher aussieht, könnte es Silverstone sein. Zumindest kommt mir der Anfang bisher relativ bekannt vor, zumindest die Kurve eben. Upsala. Ja, das könnte Silverstone sein. Ja, das müsste sogar Silverstone sein. Ja, das kommt mir auch schon mal vor, dass ich verpeile, drauf zu gucken. Ja, das ist definitiv Silverstone. Die Strecke erkenne ich doch wieder. Auch wenn ich dort noch nie im echten Leben gefahren bin. Beziehungsweise noch nie beim Rennen dort da war, aber man kann schon, wenn man sich ein bisschen für Motorsport interessiert, doch die ein oder andere Strecke doch sehr schnell auseinanderhalten in der ersten oder zweiten Kurve schon. Also zumindest kenne ich die meisten Formel 1 Strecken so quasi nach ein, zwei Kurven meistens. Oder kann mich an bestimmten Punkten orientieren. Weil ich halt wirklich so ein Formel 1 Freak quasi bin. Also ich gucke mir jedes Rennen an und ja. Deshalb freue ich mich auch wirklich auf das F1 2015 Projekt. Wird natürlich Grid Autosport nicht einfach auch, ja. Ich habe deinen Entschuldigung, wird jetzt nicht Grid Autosport ablösen oder so, sondern es wird halt parallel dazu laufen. Und ja, ich hoffe, dass das euch auch sehr viel Spaß machen wird. Und auf jeden Fall hat mir bisher Grid Autosport schon sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr ja in den 100 Folgen davor schon gesehen, dass ich da doch eigentlich Spaß an dem Spiel habe. Und sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht so viele Folgen machen. Und ja, mal schauen, vielleicht habe ich ja nochmal 100 Folgen oder vielleicht sogar mehr. Mal schauen, wie lang da die Motivation ist und wie lang ihr das selber auch sehen wollt. Und ja, mal abwarten.
wird bestimmt auf jeden Fall noch eine ganze Weile lang laufen. Und ja, ihr könnt mir aber auch gerne, wenn ihr möchtet, ein paar Vorschläge auch reingeben, was ihr denn noch so haben möchtet. Zum Beispiel auch an Rennspielen. Also ich habe noch so ein paar Sachen, habe ich noch hier. Ansonsten, wenn es mir möglich ist, würde ich auch andere Sachen mir besorgen. Also was auf jeden Fall auch demnächst wahrscheinlich bei mir anstehen wird, beziehungsweise was ich mir holen werde, ist The Crew. Und ja, da werde ich auch mal schauen. Da habe ich vielleicht sogar jemanden, der mit mir dann zusammen unterwegs sein wird. Und ja, wer weiß, vielleicht wird sich die Gruppe dann ja auch dann noch etwas vergrößern. Ich weiß es noch nicht genau. Müsste ich nochmal rumfragen, wer denn gerade alles Lust hat, beziehungsweise, wieso macht der Verteidiger denn immer, beziehungsweise wer denn sich das Spiel selber überhaupt holen wird. Und ja, freue mich auf jeden Fall sehr, weil es sieht schon sehr geil aus, was ich bisher gesehen habe in der Open Beta. Und ja, wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Also Open World Feeling finde ich sowieso geil. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Auch so eine Art Städtetour mal zu machen, wäre bestimmt geil. Na, schade, hat es nicht mehr ganz gereicht, um den Drift hinzulegen. Die fahren uns noch in die Karre. Mal sehen, ob du das in der nächsten Runde wiederholen kannst. Ach, das werden wir schon packen. Aber das werden wir dann erst beim nächsten Mal sehen, Leute. Also, haut rein. Ja.